In diesem Video zur Entwicklung meines Granulatextruders möchte ich über Rückschläge, Lösungen und noch zu implementierende Ideen berichten. Nach meiner ursprünglichen Planung sollte der Prusa MK4 bereits fertig umgerüstet sein, aber wie fast immer beim Entwickeln neuer Technologien unterscheidet sich die Praxis von der selbst erdachten Theorie. Der Stolperstein in meiner Entwicklungsarbeit kam in Form eines Paketes mit PLA-Pulver, das mit einem industriellen Mahlwerk aus Pellets gewonnen wurde. Dieses feinkörnigere Pulver sollte doch besser zu verarbeiten sein als mein bislang aus Fehldrucken gewonnenes Rohmaterial. Aber falsch gedacht. Irren ist menschlich, auf Irrtümern zu beharren des Teufels. Es galt also den Tatsachen ins Auge zu blicken und zurück zum virtuellen Zeichenbrett zu gehen, um den Extruder an die Physik des Alltags anzupassen. Bisweilen ist dieser Prozess mehrfach zu durchlaufen, wie an dem Berg an überarbeiteten Teilen rechts im Bild zu sehen ist. Feineres Pulver hat grundlegend andere Eigenschaften als gröberes. Problem Nummer 1, das Zeugs rieselt zwar in lockerem Zustand genauso schön durch enge Öffnungen wie das gröbere Granulat, wird der Behälter allerdings ein wenig gerüttelt, verdichtet sich das feinere Pulver stärker als das gröbere. Die feineren Körner verhaken sich derart untereinander, dass die Rieselfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. In der momentanen, noch zu engen Zufuhr des Druckers rieselt das Pulver so schlecht, dass ich während des Druckens mit einem Draht von Zeit zu Zeit nachhelfen muss, was sich zweifellos negativ auf die Druckqualität niederschlägt. Es gilt also, den Weg des Rohmaterials vom Vorratsbehälter zum Extruder mit größeren Öffnungen zu gestalten. Apropos Vorratsbehälter. Um die bewegte Masse des Druckkopfes klein zu halten, wird üblicherweise ein Vorratsbehälter verwendet, der Rohmaterial bei Bedarf an den Extruder liefert. Das geschieht entweder per Schwerkraft über einen Behälter oben am Rahmen oder aktiv per Druckluft oder Förderschnecke über einen Behälter, der an beliebiger Stelle angebracht sein kann. In beiden Fällen erfolgt der Materialtransport normalerweise über einen flexiblen Schlauch. Diese Lösung finde ich nicht optimal und verwende daher starre Rohre für die Materialzufuhr. Drehpunkte sind dabei am Rahmen und am Druckkopf. Durch zwei ineinander schiebbare Rohre wird die Längenänderung ausgeglichen. In der finalen Version wird der obere Drehpunkt nicht, wie hier zu sehen, am Rahmen, sondern an der Z-Achse befestigt, damit sich dieser mit dem Druckkopf nach oben bewegt. Ein flexibler Schlauch, wie er üblicherweise Verwendung findet, schlackert unkontrollierbar umher, die starre Zufuhr hingegen macht vorhersehbare Bewegungen und was vorhersehbar ist, kann per Software herausgerechnet werden. Das Stichwort hierfür lautet Input Shaping. Auch die Zufuhr von hinten ist alles andere als übliche Praxis, hat aber einen entscheidenden Vorteil. Bei der Zufuhr vorne am Extruder ist der Hebel von dem Befestigungspunkt der Zufuhr zum Befestigungspunkt der Mechanik an der X-Achse länger, was stärkere Schwingungen des Druckkopfes bewirkt. Immerhin soll der fertige Prusa nicht nur im Schneckentempo drucken, sondern mit voller Beschleunigung arbeiten. Problem Nummer 2 des feineren Pulvers liegt in der höheren Reibung in der Extruderröhre. Viele kleine Körner haben eine größere Oberfläche als wenige grobe Körner, was die höhere Reibung bewirkt. Der Effekt war so groß, dass Extruder V5.0 damit einfach nicht funktioniert hat. Weder die Verwendung einer höheren Untersetzung von 13 zu 1 noch die Anschaffung drehmomentstärkerer Schrittmotoren führten zu einem zuverlässig arbeitenden Extruder. Das höhere Drehmoment hat lediglich zur Beschädigung der Kunststoffteile der Wasserkühlung geführt. Also wurde die Extruderröhre mal wieder überarbeitet. Version 5.1 ist nochmals kürzer und die Wasserkühlung ist effektiver gestaltet worden.
Die Extruderröhre ist an einem 1,5 mm starken Stahlblech weich verlötet, womit zum einen das Drehmoment besser abgefangen wird und zum anderen die Kühlleistung steigt. Die Hitzebarriere besteht nun aus einem Edelstahlröhrchen mit 7 mm Innen- und 8 mm Außendurchmesser. Der Innendurchmesser der Extruderröhre weitet sich somit vom Cold hin zum Hotend, was die Reibung ein wenig reduziert. Zumindest mit einer 0,6 mm Düse kann das Pulver nun zuverlässig gedruckt werden. Zur Verbesserung der Druckqualität muss, wie bereits angesprochen, die Materialzufuhr optimiert werden. Das Pulver muss locker und gleichförmig verteilt am Extrudereingang vorhanden sein. Der improvisierte Rührer besteht aus einem Stück Draht an der Kupplung. Wie zu sehen sind sämtliche 3D gedruckten Kunststoffteile der X-Achse des Prusa MK4 überarbeitet worden. Ziel war es, die beiden Rundstangen, an denen der Druckkopf geführt wird, mit einem größeren Abstand zu versehen. Der Extruder ist länger und schwerer als der originale Druckkopf und durch diese Maßnahme werden die auftretenden Kräfte besser abgefangen. Die Teile müssen aber erneut überarbeitet werden. Der nun verbaute größere Schrittmotor mit dem nachgeschalteten Getriebe mit der 5:1 Untersetzung sitzt höher als der zuvor verwendete Motor, dafür ist die Extruderröhre von Version 5.1 kürzer geworden. Die Befestigungspunkte müssen daher geändert werden. Momentan suboptimal ist auch die Befestigung des Zahnriemens, die entsprechenden Punkte müssen angepasst werden, damit dieser parallel zu den Rundstangen verläuft. Auch die Befestigung des Kabels und der Loveboard genannten Zusatzplatine sollte etwas stabiler gestaltet werden. Da die Bewegung längs der Z-Achse nach dem Umbau nur noch etwa 180 mm beträgt, muss sich die Firmware anpassen. Während viele Hersteller lediglich Codezeilen auf irgendwelche Server hochladen und ihre Drucker anschließend als Open-Source-Geräte bewerben, geht Prusa den ganzen Weg und veröffentlicht eine genaue Dokumentation, wie der Quellcode denn nun kompiliert werden kann. Das Aufsetzen der entsprechenden Entwicklungsumgebung bestand lediglich aus der Installation einiger Python-Komponenten und zusammen mit dem Einlesen in den Quellcode war die Anpassung an einem Tag erledigt. Eventuell gelingt es aber, die Z-Achse so umzugestalten, dass die vollen 220 mm Druckhöhe erhalten bleiben. Auch die Implementierung eines anderen Kraftsensors gestaltete sich trickreicher als gedacht. Zwar wird der von mir verwendete 1 kg Sensor von der Firmware erkannt, die Messwerte sind aber zu unterschiedlich, als dass dieser im Betrieb funktioniert. Plan A besteht in weiteren Anpassungen der Firmware, Plan B in zusätzlicher Elektronik, welche den originalen Sensor vorgaukelt. Mal sehen, für welche Lösung ich mich entscheide. Wie gesagt, der Extruder funktioniert mittlerweile mit dem Pulver, aber es gibt noch so einiges zu verbessern. Nicht zu übersehen ist, dass der Bauteillüfter mit Dosenblech auf die Schnelle angepasst wurde. Um den Schritt von handgemachten Extruderteilen hin zu CNC gefertigten Komponenten gehen zu können, habe ich ein PowerCore V2 von Rack Robotics erhalten. Vielen Dank dafür an meinen anonymen Sponsor. Also zurück an den Computer und demnächst gibt's dann hoffentlich mehr und bessere Druckbeispiele zu sehen. Auf meinen Seiten gibt's neben der Nachbauanleitung und weiteren Infos zum Projekt auch eine Spendenschaltfläche. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die mir auf diesem Wege schon eine Motivationsspritze für meine Arbeit an diesem Open Hardware Granulatextruder gesendet haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!